Ja, wir befinden uns hier vom SPD-Parteibüro und es fand ja diese Woche die erste Beratung zu diesen diversen Impfpflichtgesetzen im Bundestag statt. Ich habe für weiterhin Marburg an die zwei Marburger Bundestagsabgeordneten eine detaillierte Liste von 5 Fragen geschickt zu genau diesem Thema an den Herrn Heck und auch an den Herrn Barthol. Immerhin, der Herr Heck von der CDU hat uns geantwortet und ist auf diese Frage eingegangen. Von Herrn Barthol haben wir gar nichts gehört und wir hoffen, dass der Herr Barthol einfach auch sich hier den Wählerinnen und Wählern stellt und einfach zu diesen wirklich simplen, aber wesentlichen Fragen Stellung bezieht. Und die Fragen waren zum einen, was erhofft man sich von dieser Impfpflicht, was glaubt man, wie viele Menschen dann durch diese Pflicht, durch diese angedrohten... Wir halten es auch nicht mehr aus und deswegen sind wir hier und deswegen sind wir laut. Also, die Fragen lauten, wie viele Menschen glaubt man durch diese Zwänge zu impfen? Wie viele von diesen Zwangsgeimpften werden nach dem, was man vom Paul-Ehrlich-Institut und von wissenschaftlichen Untersuchungen zur Impfstoffsicherheit weiß, schwerwiegende Nebenwirkungen erfahren? Wie viele von denen, die gegen den Willen geimpft worden sind, werden sterben aufgrund von Impfnebenwirkungen? Und es ist bekannt, dass wenn die Zahl klein ist, es werden Menschen an diesen Impfungen sterben. Ja. Und schlussfolgernd aus diesen Zahlen die Frage, ist das verhältnismäßig, ist das verfassungsgemäß? Und das Bundesverfassungsgericht hatte schon in der Vergangenheit, nämlich zu dem Thema, ob der Staat ein Flugzeug abschießen darf, um möglicherweise Menschen zu retten, die, weil das Flugzeug entführt worden ist und in ein Haus fliegen könnte, in diesem Haus wohnen und gerettet werden würde. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum Luftfahrtsicherungsgesetz ganz klar entschieden, nein, der Staat darf nicht, auch nicht die Menschen in dem entführten Flugzeug zum Objekt seiner Willkür machen, er darf nicht Leben gegen Leben abwägen. Das Gleiche gilt für die Impfpflicht, deswegen ist diese Impfpflicht verfassungswidrig. Danke. Ein Nachtrag noch. Der Verein von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für Gesundheit, Freiheit und Demokratie hat ein sogenanntes Corona-Ausstiegskonzept vorgelegt und ein 40-seitiges umfangreiches Dokument mit Fakten, Argumenten und Daten. Das könnt ihr alle im Netz nachlesen. Alle 81 Kreistagsabgeordneten sind in der Einladung zur nächsten Kreistagssitzung darauf hingewiesen worden. Und wer in Kenntnis dieser Dinge trotzdem weiter an verfassungswidrigen Maßnahmen arbeitet, ist ein Feind dieser Verfassung und ein Feind der Freiheit. Danke.